Jetzt haben wir einen Botschen. Nein, nicht. Aber so weit ist es eh nicht mehr. Das schafft schon auch mit dem Botschen, oder? So. Ja, du weißt schon, dass ein Auto vier Reifen braucht. Nein, selbstredend. Ein Auto hat einen Motor, ein Chassis und vier Reifen. Mhm. Das nennt man bei uns Aggregation. Aggression kenn ich auch. Die baut sich bei mir langsam auf. Eine Aggregation ist eine ganze Teilbeziehung. Die stellt sicher, dass alle Teile immer vorhanden sind. Dass du vier Reifen hast und nicht drei. Dein Modell hat einen Fehler. Weil der schlaue Dachsler hat nämlich einen fünften Reifen dabei. Das nennt man Reserverad, Herr Professor. Ja, na, kannst vielleicht mit anpacken. Komm schon. Ja, geht da. So, passt da. Jetzt schon. Ja. So. Du weißt was, ich halte das, bis gebraucht wird. Das war's. Jetzt dann. Danke. Ach so. Du, aber Mischbereifung, das ist nicht zulässig. Von was redst? Naja, ein Chassis hat zwei Achsen. Und auf jeder Achse muss derselbe Reifentyp montiert sein. Was, willst du jetzt die Theorie mit deinen Studenten diskutieren oder mit mir da? Bei einer Panne darf man mit dem Reserverad bis zur nächsten Werkstätte fahren, ja? Na, da liegt jetzt auch die Max hoffentlich am Weg. Ah ja? Wenn das dein Modell so vorgesehen hat, bitte. Ja. Der Reifenplatzer war natürlich eine blöde Geschichte, aber er hat dem Manfred und mir die Gelegenheit geboten, zu diskutieren, wie denn so ein Auto aufgebaut ist. Und das habe ich im Klassendiagramm festgehalten. Dies wollen wir uns nun gemeinsam ansehen. Um den Aufbau eines Autos zu modellieren, benötigen wir zunächst die Klasse Auto. Die Objekte dieser Klasse Auto sollen konkrete Autos mit einem bestimmten Kennzeichen sein. Daher haben wir hier auch das Attribut Kennzeichen. Weitere Attribute deuten wir nur an. Unser Auto besteht aus einem Chassis, aus einem Motor und aus Reifen. Daher haben wir auch eine Klasse für Chassis, eine für Motor und eine für Reifen. Das Chassis hat eine Motorgestellnummer, der Motor hat eine Motornummer. Und der Reifen hat eine Reifen-ID und eine Position, an der dieser Reifen am Auto montiert sein wird. Wir sagen, ein Auto besteht aus einem Chassis. Es gibt daher eine Beziehung zwischen Auto und Chassis. Besteht aus deutet auf eine ganze Teilbeziehung, eine Aggregation hin. Eine Aggregation wird durch eine Raute auf der Seite des Ganzen, also auf der Seite des Autos, gekennzeichnet. Und wir sagen, ein Auto besteht aus genau einem Chassis. Ein Chassis kann gleichzeitig nur auf einem Ganzen, auf einem Auto montiert sein, hier ein Einser, und es gilt auch, wenn das nicht gleichzeitig an mehreren Ganzen montiert sein kann, dass es sich um eine starke Aggregation handelt. Die starke Aggregation wird durch eine gefüllte Raute auf der Seite des Ganzen, auf der Seite des Autos dargestellt. Sehr ähnlich ist die Aggregation dann zum Motor. Das heißt, ein Auto besteht aus genau einem Motor und ein Motor kann in nur genau einem Auto verbaut sein. Das Auto besteht weiters aus vier Reifen und jeder Reifen kann aber wiederum nur an einem Auto montiert sein. Der Taxifahrer klärt mich dann auf, dass er natürlich auch einen Reservereifen mit hat. Den können wir natürlich auch modellieren. Das heißt, ein Auto hat einen zusätzlichen besonderen Reifen, nämlich den Reservereifen. Das heißt, dieser Reifen in dieser Beziehung nimmt die Rolle des Reservereifens an. Daher ist die Rolle, abgekürzt hier, RR. Und ein Reservereifen kann natürlich sich gleichzeitig wieder nur in einem Auto befinden.
Beim Reifenwechsel kläre ich dann den Dachsler ganz obergescheit auf, dass an derselben Achse bei einem Auto immer derselbe Reifentyp montiert sein muss. Auch dies können wir modellieren. Dazu benötigen wir zwei weitere Klassen, nämlich eine für die Achse und eine für den Reifentyp. Die Achse hat eine eigene Achsen-ID. Beim Reifentyp gibt es drei Attribute, nämlich die Breite, das Höhenbreitenverhältnis und die Bauart. Die Achse ist natürlich im Auto verbaut, aber nicht direkt, sondern die Achse ist Teil des Chassis. Daher haben wir eine Aggregationsbeziehung zwischen Chassis und Achse. Am Chassis befinden sich genau zwei Achsen und eine Achse ist wieder genau gleichzeitig in nur einem Chassis verbaut. Dann kommt die Beziehung, auf die ich den Taxler aufmerksam mache, nämlich, dass auf der Achse immer derselbe Reifentyp montiert sein muss. Daher gibt es diese Beziehung, an einer Achse immer genau einen Reifentyp montieren. Und ein Reifentyp kann sich natürlich auf beiden Achsen desselben Autos, aber auf verschiedenen Achsen in verschiedenen Autos befinden. Daher befindet sich ein Reifentyp auf mehreren verschiedenen Achsen. Natürlich gibt es auch noch eine Beziehung zwischen Reifen und Reifentyp, nämlich ein Reifen ist genau von einem Typ und von einem Reifentyp gibt es natürlich die verschiedensten Reifen. Der Dachsler klärt mich schlussendlich aber darauf auf, dass im Falle einer Panne auch temporär bis zur nächsten Werkstatt der Ersatzreifen einen anderen Reifen ersetzen kann. Um dies zu modellieren, könnte man nun auch noch eine Beziehung zwischen zwei Reifen modellieren, das heißt eine unnähere Beziehung zwischen Reifen, nämlich welchen Reifen der Ersatzreifen ersetzt. Das heißt, ein Reifen nimmt dann die Rolle des Ersatzreifens ein in dieser Beziehung und auf der anderen Seite haben wir den defekten Reifen, der ersetzt wird. Das ist hier das DF. So können wir modellieren, dass ein Reifen einen anderen ersetzt. Natürlich muss gelten in der realen Welt, dass der ersetzende Reifen immer auch ein Reservereifen sein muss. Das kann man jedoch nicht grafisch ausdrücken, sondern das muss über einen zusätzlichen Constraint spezifiziert werden. Aber darum kümmern wir uns in diesem Beispiel nun nicht. Auch noch eine kurze kritische Evaluierung des Ganzen. Es gibt meistens Objekte, die wirklich einzeln identifizierbar sind. Das heißt, das Auto mit dem Kennzeichen, der Motor mit der Motorennummer, auch das Chassis hat üblicherweise eine Motorgestellnummer. In unserem Beispiel verlangen wir aber für den Reifen eine Reifen-ID. Das heißt, einen eigenen Identifier für einen ganz bestimmten Reifen. Ich sage mal, den wird es in der Praxis, wenn Sie eine Softwaremodellierung machen, wahrscheinlich gar nicht geben. Sondern man sagt einfach, es sind vier Stück von einem Reifentyp wahrscheinlich modelliert. Das würde ausreichen. Ähnliches gilt hier für die Achse. Somit haben wir den Reifenwechsel abgeschlossen und das zugehörige Klassendiagramm für den Aufbau eines Autos erzeugt.